So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode auf YouTube und Grüße nochmal an alle Leute, die jetzt immer noch im Chat sind. Seit Stunden um diese Uhrzeit. Ich bin das gar nicht gewohnt. Aber ja, wir haben davor einen Shiny Carpador gefangen. Und viele Nuggets und jetzt wollte ich eigentlich weiterspielen. Ich angle ganz kurz und dann geht's in der Story weiter. Ja, ich will wissen, wie die Story weitergeht. Ich kann ja nicht immer auf dem Level eines Trainers bleiben, der nur einen einzigen Orden hat. Da lacht jemand so. Nee, nee, wer hätte gedacht, dass man sich in der nächsten Folge wieder sieht? Das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die sich eine Episode angucken, sie erstens nicht bis zum Schluss schauen und zweitens wahrscheinlich sich keine zweite angucken werden. Also YouTube und diese gesamten Pokémon-YouTuber, die sind schon ziemlich. Das ist ein hartes Pflaster, so. Hartes Pflaster. Kennt ihr diesen Lennificate? Kennt ihr den? Dem bin ich damals begegnet, noch bevor er groß geworden ist auf YouTube. Also da hatte er noch nicht mal die Idee, wahrscheinlich irgendwie Pokémon-Videos zu machen. Ist dann aber irgendwann auf diesen Trend aufgesprungen und war dann so ein ganz großer, in Anführungszeichen, also so ein großer Poker-YouTuber. Und hat mich dann am Ende gefragt, was ich auf so einer Webvideo-Veranstaltung mache, zum Webvideopreis. Weil ich halt eben einfach kein großer YouTuber war. Aber hey, man muss ja kein großer YouTuber sein, um auf solche Events gehen zu können. Ich finde ihn ein bisschen zu aufgesetzt, um ehrlich zu sein. Es gab einige Videos, die ich von ihm gesehen habe, die ich okay fand, aber alles in allem. Oh, seht ihr dieses komische Pico Chilla oder wie das heißt? Wisst ihr, wo sich das Viechchen in dieser Stadt versteckt? Es gibt hier eins, was sich hier irgendwo versteckt. Ja, und da ihr sowieso quasi meine Komplettlösung seid. Also ich weiß, dass man sich irgendwo hinstellen muss und dann pfeifen muss und dann sollte das Ding irgendwo auftauchen, aber ich weiß nicht wo. Oh, da leuchtet was im Mülleimer. Noch ein Pokéball, klasse. Ich hatte damals mal überlegt, ob ich so einen richtigen Poke-YouTube-Kanal aufmache. Mit so einem richtig nicen Avatar, den ich mal gezeichnet habe. Von so einem Pokémon-Professor. Und dann hätte ich halt eben so Competitive-Tipps gegeben. Oder halt eben so geguckt, okay, welche Pokémon-Strategien gibt es und so. Und was kann man so verwenden und so. Boah, ist das hässlich. Das ist so ein hässliches. Es sieht aus wie eine hässliche Missbildung von Shiggy. Das ist wie ein Shiggy, dem der Panzer zu klein geworden ist, wodurch dann der Kopf angeschwollen ist. Das ist. Kennt ihr Mr. Mackey aus South Park? Das ist quasi Mr. Mackeys Pokémon. Das ist Mr. Mackey als Pokémon. Fehlt nur noch die Krawatte. Okay. Uff, das Ding mag ich wirklich gar nicht vom Design her. Ich glaube, da werde ich mich auch nie dran gewöhnen. Einfach wegen dieser komischen Mono-Augenbraue und diesem komischen Zahn. Ich weiß, es soll sicher irgendwie lustig aussehen, aber. Oh. Das sieht aus, als hätte man so verschiedene Wasser-Pokémon zusammengemischt und am Ende wäre dieses eigenartige Ding daraus entstanden. Auch diese Wangen. Ich glaube, es gibt so ein anderes Pokémon, was ähnliche Wangen hat. Aber das sieht dann wenigstens normal aus und das Ding da so. Oh, ganz schlimmes Design. Naja, gut, da wir es nicht finden. Oh, ich habe was gehört. Oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich habe ich es mir eingebildet. Okay, Abflug. Ja, wenn der Chat auch nicht weiß, wo man dieses Ding findet, dann finden wir es hier nicht. So, jetzt bin ich schon wieder hier. Jetzt geht's wirklich weiter in der Story. Nachdem ich 2 Stunden lang Carpador gesucht habe,
und auch ein wenig gefarmt habe. Jetzt soll ich den neuen Orden holen, einen Wasserorden. Aber ich bin ein, ja, Feuer-Pokémon-Trainer. Also ich habe auch noch andere Pokémon, aber ich habe die noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, was die können, welche Schwächen und Stärken die haben. Die sind einfach im Team und werden immer größer und stärker durch den EP-Teiler, der nicht mehr ausschaltbar ist. Super Tränke. Nett. Habe ich hier nicht eben irgendwo einen Pokéball gesehen? Habe ich mir das eingebildet? Oh, ein VM. Oder TM jetzt. Elektronetz. Was findet ihr nicht? Wir haben nach einem, nach diesem Ding gesucht, was Biko Chila heißt oder so, irgendwie sowas. Also es sollte irgendwie angeblich laut Sun Jung in der Nähe vom Wasser sein und auf Pfeifen reagieren, aber irgendwie hatte ich da kein Glück mit. Komm, noch ein Shiny Kappa da jetzt. Das wäre absurd, wenn es so wäre. Naja. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding sehe. Es ist auf Level 24, das heißt, ich kann guten Gewissens Feuerattacken einsetzen, aber wahrscheinlich auch eine Kampfattacke. Außerdem natürlich, das Ding ist irgendwie empfindlich gegen Kampfattacken, aber finden wir es heraus? Nö, ist es nicht. Aber nochmal kann ich die Attacke nicht einsetzen, denn das wäre dann zu viel des Guten. Das ist ein Pokémon, das einfach glücklich aussieht. Zu glücklich für meinen Geschmack. Ich würde auch gerne was mit dem Trading Card Game machen, aber da bin ich raus. Ich glaube, da muss man immer am Ball bleiben, um das vernünftig managen zu können. Vor allem habe ich nicht das Geld für das Trading Card Game. Also in den Kommentaren für diejenigen, die jetzt auf YouTube sind, wurde gerade so ein bisschen über vier verschiedene Arten von Kanälen gesprochen. Welche wie Sephiron, den ich nicht so kenne, die Online-Kämpfe und sowas machen, Nuzlocke und so ein Zeug. Andere wie The Zero of Time, die sich mit Trading Card Games beschäftigen. Dann drittens Leute wie Lenny VK, die komödiantisch Toplisten etc. machen. Kein Kommentar zu drittens. Viertens so welche wie Pokémon Tutorial TV, die auch Toplisten machen, aber dabei viele Tipps geben und sachlich bleiben. Pokémon Tutorial TV, den kenne ich. Wisst ihr, was mich stört an dem? Also ich habe kein Problem mit ihm, ja, er ist sicher ein netter Typ und so, aber... Oh, es entwickelt sich weiter. Oh, das ist ein schönes Pokémon. Der, vielleicht ein zu dümmlich naiver Hundeblick einfach. Aber schön, also von der Anatomie. Sieht sehr sportlich aus. Als hätte es so Power Ranger Handschuhe. Zurück zu Pokémon Tutorial TV. Das, was mich stört, ist, dass er immer sagt, so liken und hypen nicht vergessen. So. Ich mag seine Abmoderation nicht. Deswegen versuche ich das Video immer zu beenden, noch bevor er das sagt. Ja, so ist das. Das ist er doch, ne? Das ist doch der Typ, der immer sagt, so liken und hypen nicht vergessen. So der... Oha, was geht denn hier ab, fischmäßig? Netzball. Hier scheint ein richtig guter Spot zum Angeln zu sein.
Das Ding ist doch ein Elektro-Pokémon. Der Hund. Belektro. Der Name. Habe ich eine Elektroattacke? Zwei sogar. Wangenrubbler fand ich damals richtig gut. Ich hatte einen Raichu, was das konnte und... Keine Ahnung, ich glaube, ich war der Einzige, der Wangenrubbler eingesetzt hat mit Raichu. Und damit hat einfach niemals jemand irgendwie gerechnet. So, und da wird jetzt eben kommentiert, wobei es nicht so schlimm ist, wenn man sich andere anguckt, die jede Minute um Likes und Abos betteln. Das ist mein Stichwort. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Spaß, tut was ihr wollt. Ihr wisst, ich zwinge euch zu nichts. Was? Ich soll zum Leuchtturm? War ich nicht eben beim Leuchtturm? Habe ich irgendwas beim Leuchtturm übersehen? Worüber redet ihr? So. Ach so, sie habe ich wahrscheinlich übersehen. Ja, wenn dem so ist. Mach mal schnell. Meine beiden Main-Pokémon austauschen. Ey, es gab ja so einen Hype um sie. Woher wusstest du das? Ich wusste es aus dem Trailer. Kannst du ja sehen? Nein, ich kann YouTube-Videos schauen. Obwohl sie das wahrscheinlich auf was anderes bezogen hat. Okay. Level 10 Frisse, Blitz und Pflanzen-Pokémon. Also wenn du es damit geschafft hast, dann bekomme ich das wahrscheinlich mit meinen Level 20ern auch hin. Ey, die wurde so gehypt. Also die Leute sind so krass auf sie abgegangen. Kaum wurde sie irgendwie auch nur im Ansatz released. Gab es irgendwie Cosplays und Fanarts. Also die hat ja einen richtigen Hype erzeugt. Ey, wo gehst du hin? Okay. Ein weiterer Kommentar im Twitch-Chat, den ich nicht vorlesen werde. Ey, diese Arenen sehen von innen alle gleich aus. Uff. Ein paar Pokebälle. Sowas? Nee, ne? Eigentlich nicht. Superbälle vielleicht. Aber auch nicht. Ja gut, so viele kann ich mir auch davon gar nicht leisten. Nehmen wir 10. Gesagt, ich soll den Typ mit dem Ball auf dem Kopf ansprechen. Wahrscheinlich ist das dieser komische Balltyp, der einem Bälle schenkt. Ein Köderball. Abgefahrener Dance. Gib mir mehr von diesen Bällen. Oder ich laue dir nachts auf. In der Safari-Zone. Oh, schaut euch mal an, wie angry die guckt. Wie bösartig. Als hätte ich irgendwas Schlimmes gemacht oder gesagt oder getan.
richtiger Angry NPC. Also meiner Meinung nach ist Misty die einzig wahre Wasser-Arena-Leiterin. Ja, das war richtig. Oh nein, ein Wasserlabyrinth. Wie werde ich das nur schaffen? Ich bin am Überlegen, ob ich ein Elektro-Pokémon einsetze. Also ich meine, es hat sich ja vor kurzem weiterentwickelt. Also ich meine, ich mag auch Geld ganz gerne, also. Habe ich irgendein Item, was ich ihm geben kann? Irgendwas Starkes. Vielleicht eine Beere? Die mag ich echt gerne. Kann man die irgendwie inzwischen nachzüchten oder muss man jetzt immer so random Bäume schütteln? Das ist eine echt gute Beere. Wo waren noch gleich die Kampf-Items? Waren die hier irgendwo? Ja, da sind sie irgendwo. Schattenglas. Nee, Wechselhülle, Kraftfeder, EP. Nee. Ei, ei, ei. Ich habe nichts, was ich ihm irgendwie geben könnte, was ihn pushen würde. Bis auf eine Beere halt. Ja, das sieht wirklich nach einem sehr klassischen Arena-Rätsel aus. Schaut mal, wie böse sie guckt. Was ist mit ihren Augenbrauen los? Mein Gegenüber nicht. Ah ne, ist er nicht. Okay. Schade ich mir damit selbst? Nö. Das Charakterdesign von diesem NPC regt mich irgendwie auf. Das Bedürfnis, das Gesicht gerade zu rücken. Was war eigentlich auf der anderen Seite? Okay, da kommen wir noch nicht durch und da ist kein Durchgang. Okay. Diese ganz klassische Pokémon-Arena-Musik auch noch. Schön, schön, einfach schön. So, muss ich das beheben? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Erstmal muss ich eine dieser grimmigen Schwestern besiegen. Mich regt gar nicht alles auf, ja? Ich spiele dieses Spiel, um Aggressionen abzubauen. Aber guck dir das Gesicht doch mal an. Warum guckt sie mich so an? Was habe ich ihr getan? Sie guckt mich an, als hätte ich ihren Hund umgebracht oder so. Warum? Woher der Hass? Woher? Woher der Hass? Was? Was habe ich getan? Achso, Pokémon wechseln. Nee. Ich schlafe halb. Ich mag den Donnerhund. Cooles Vieh. Ja, ich bin in die Arena gegangen, aber das bedeutet doch nicht, dass
Was war das für ein Blick? Wie unauthentisch kann man so... Ah. Aha, okay. Habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht? Nee, habe ich nicht. Alles richtig, alles gut. Das passt einfach nicht zusammen. Die Pose und der Gesichtsausdruck passen nicht zusammen. Und das sag ich als Designer, ja? Ey, das ist so easy mit dem Hund. Damit kann ich bis zu 20 Pokémon one-hitten. Auch wenn der Hund so aussieht, als hätte er so eine Art Rüstung an oder sowas, sowas wie ein Power Ranger Latex Anzug. Da ist das Ding schon wieder. Ich hoffe, das ist die letzte Edition, in der das Ding jemals vorgekommen ist. Was für ein unsympathischer NPC. So. Also bis jetzt bekomme ich das alles ziemlich okay hin. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ach so, okay. Ich glaube, ich hab's. Moment. Ach nee, das Blau habe ich schon getötet. Nee, Moment. Wenn ich das jetzt mache, dann komme ich da nicht mehr durch. Das heißt, ich muss erst einen Roten betätigen. Bevor... Nee, Moment. Die würden mich nicht einsperren. Ja, würden die auch nicht. Natürlich. Ich könnte ja nochmal auf den Button drücken. Irgendwo einen Roten? Hä, bin ich dumm? Muss ich das gar nicht abschalten? Ich glaube, ich muss das... Doch, ich muss... Hä? Irgendwas denke ich gerade. Falsch? Richtig? Keine Ahnung. Ich komme da drauf. Nicht spoilern. Ja, jetzt bin ich jetzt im Gefangen, ne? Yes. Wo finde ich denn jetzt so ein rotes Teil zum Ausschalten? Hier komme ich ja nicht durch. Es sei denn, ich würde das Blaue nochmal ausschalten. Da muss ich nochmal das Blaue ausschalten, zurück. Ne, Moment, aber wenn ich dann das Rote einschalte... Moment. Irgendwo habe ich einen Denkfehler drin, glaube ich. Ja, nee, schon. Ja. Hey. Jetzt habe ich es, glaube ich. So. Kann doch mal passieren, ja? Kann doch mal passieren. Das ist früh morgens. Ihr habt es auch nicht schneller hinbekommen, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht doch. Keine Ahnung. Aber vielleicht auch nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe es nicht live gesehen.
Ja. Die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen und jetzt hätte ich gerne eine Auszeichnung dafür. Sie hat Schwimmreifen an den Schuhen, damit sie damit übers Wasser gehen kann. Okay. Ich hatte wirklich hohe Erwartungshaltung. Aber jetzt, wo ich dieses Ding gesehen habe, kann ich mich zurücklehnen und mein Pokémon wird das schon übernehmen. Boah, aber die Musik ist echt gut, ne? Da kann man sagen, was man will, aber die Musik ist nice. Ich hätte gerne genau diesen Song in Smash. Ja, Goldini ist wirklich eine Enttäuschung. Ich fühle mich so unfassbar unfair. Das Spiel ist... Es scheint kaputt zu sein. Also mein riesen Power Ranger Hund scheint keinerlei Probleme mit den ganzen Trainern zu haben. Er hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ich frag, also der guckt es auch so gedankenabwesend. Ich frag mich, ob er überhaupt denkt. Oh, jetzt kommt's. Die Atmosphäre ist schon echt geil. Also fühlen sich Pokémon-Kämpfe doch schon so ein bisschen heftiger an. Mit der Musik und diesen riesigen Stadien. Ist schon lässig. Und noch mit so ein bisschen Trash-Talking dazwischen. Oh! Es hat überlebt. Ein Pokémon, was ich nicht weghitten konnte mit einem Schlag. Oh nein. Mein Riesenhund ist jetzt zu einem nicht mehr ganz so riesigen Hund geworden. Tja, aber wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf das Viech. Effektiver als Fritze Blitz auf Level 10. Haben die Orden noch Namen?
Und da haben die das mit den Namen inzwischen einfach abgeschafft, weil es schon zu viele Orden gibt. Kann man hier die Outfits ändern? Ja, was kann ich denn irgendwie? Gib mir noch einen Ball. Nee. Wasserorden. Ey, wo läuft sie hin? Ich dachte, wir wären verabredet. Und weg ist die Frau mit den Spaghetti-Haaren. Diese beiden Pokémon hier sehen bis auf eine Kleinigkeit extrem cool aus. Aber ich mag ihre Füße nicht. Die sind eklig. Oh, man kann tatsächlich da rein. Hallo. Ja, ne, die Uhren haben tatsächlich keine Zeiger hier. Das ist ein Zeichen dafür, dass in der Pokémon-Welt die Zeit einfach nicht vergeht. Oder so. Also wenn man sein Leben lang 10 ist, wozu braucht man da noch Uhren? Die Musik ist schön, Mundharmonika. Ich habe zu viel Freude an diesem Spiel. Ist er mich irgendwo hinbegeben? Warum? Muss ich jetzt irgendwie ein Schiff nehmen oder so? Muschelglocke, hieß das damals nicht irgendwie anders? Seegesang oder so? Was dann also? Gute Frage, gute Frage.
Assis schon wieder. Kann ich euch nicht einfach wegdashen hier? Der Elefant ist auch so hässlich. Was für ein hässliches Pokémon, Mann. Das sieht so aus wie der Staubsauger von den Teletubbies. Uff. Warum macht man sowas? Warum macht man solche Designs? Also wer hat seine Freude daran? Staubkraftwurzel heilen, Vitalkraut. Puh, nee, das ist alles eklig. Hallo? Du verkaufst also Rauch? Wie kreativ. Den will ich haben. Ist jeden Cent wert. Doppelt und dreifach. Hm. Ey, wie der Ball leuchtet, ey. Es würde ja gleich explodieren. Schön. Ein Magnet? Hallo Pocahontas, was geht ab? Pikachu-la. Gegen einen Baumball. Also ich habe auf jeden Fall Pikachu-las. Hier habe ich eins. Habe ich noch mehr davon? Ne, ich habe einen Pikachu. Da tausche ich das nicht. Ah. Den Glücksrauch habe ich damals immer verwendet, um richtig schön Cash zu machen. Ich brauche mehr davon auf jeden Fall. Also und ich würde sagen, damit ist mein... Also bleibt wahrscheinlich mein Mauzi jetzt die ganze Zeit über vorne, bis ich steinreich bin. Und dabei habe ich die Nuggets noch nicht mal verkauft. Ich muss nur noch herausfinden, was genau ich jetzt tun muss. Auf der Karte wird normalerweise immer angezeigt, wo man hin muss. Uff, ich werde richtig müde. Also richtig müde. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich würde tippen, ich muss zu den Booten, aber hier ist ja nichts los. Und die lassen mich nicht durch und... Der Leuchtturm ist abgesperrt. Irgendwas mache ich falsch. Wahrscheinlich haben die mir erzählt, wo ich hin muss, aber ich habe denen einfach mal wieder nicht zugehört. Ey, dass hier einfach keine einzige Tür abgeschlossen ist. Ah! Hier ist das Date. Okay. Schickes Restaurant.
So. Da wird gefragt, warum es bei mir so hell ist und was ich an der Switch gedreht habe. Eigentlich gar nichts. Die war so voreingestellt. Das ist die neue Switch-Generation. Vielleicht liegt das an irgendwas anderem. Aber eigentlich habe ich da nichts eingestellt. Also bei mir sieht es auch auf meinem Bildschirm gar nicht so hell aus. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es bei mir irgendwie heller ist als bei anderen Leuten. Vielleicht gucke ich einfach zu wenig andere Pokémon-Videos. Keine Ahnung. Ich habe Heimzahlung erhalten. Schön. Was für ein unbefriedigendes Date. Ich habe einen Vinghul gefunden. Also die Grafik ist schon nicht die schlechteste, muss man zugeben. Also auch nicht die beste, weit, weit weg von die beste, aber es ist zu ertragen. Schaut mal, diesem Pokémon wurden schwarze Croissants in den Kopf gerammt. Ah! Ich weiß nicht, woran das mit den. Woran es von den Uhrzeiten liegt. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe da nichts gedreht oder gedingst, eingestellt besonders. Es ist bei mir einfach so. Ich frage mich auch die ganze Zeit über, warum es bei mir teilweise hell ist, teilweise dunkel ist. Also das hier müsste jetzt so 19 Uhr oder so sein. In der richtigen Welt. Oh nein. Da war doch eben wieder dieser Typ, der mich immer vollquatscht. Dieser Hopp. Hopp. Wenn ich einen Hasen hätte, würde ich ihn Hopp nennen. Oh. So. Aha, aha. Okay, komm. Wenn es mir schon hinterher läuft, dann kann ich es auch fangen. Oder ich erledige es. Ich glaube, ich erledige es. Fange ich es doch. Mal schauen. Ey, kein schwacher Angriff, ne? Muss man schon sagen. Fiesling. Gotcha. Ich bin so froh darüber, dass Rotom in dieser Edition weniger redet. Wie einfach alles um einen herum einfriert, wenn man irgendwie an den Bäumen schüttelt oder... Oh, ich habe so viele von denen in Sonne und Mond gefangen. Ich habe überlegen, Schlitzer oder Zahltag? Ja, Schnarcher einzusetzen, wenn man nicht schläft, ist auch nicht so klug. Ein
Ich habe die Dinger an Sonne und Mond immer gefangen und dann weiterentwickelt und dann die Weiterentwicklung getauscht, weil irgendwie viele Leute die Weiterentwicklung davon brauchten. Aber zu faul waren, diese Dinger zu entwickeln. Ey, wie heftig verfolgt mich das Ding denn? Wie lange will es mir noch hinterherlaufen? Kann man die Dinger irgendwie fangen? Also wie fängt man diese fliegenden Viecher? Die vor allem davon fliegen. Irgendwann habe ich mal irgendwas damit davon gefangen, aber glaube ich jedenfalls. Ja. Und bei Bettys bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Charakter ist. Ist das der echte Rivale? Also sowas wie der Gladio-Ersatz? Okay, ich wünsche allen Leuten, die den Chat verlassen wollen, gute Nacht. Ich würde ja einen Namen aussprechen, aber das ist, glaube ich, nicht möglich. So. Da wollen wir mal ein bisschen ernster machen. Ich glaube, ich mache auch nicht mehr allzu lange heute. Hab ja dann erstmal genug Material für viele, viele Tage. Ich mich echt, was man konsumiert haben muss, um auf so eine Idee zu kommen, so ein Pokémon zu designen. Hä, steigt die Anzahl meiner Zuschauer? Wie kann das sein? Wachen die Leute jetzt auf um 4 Uhr und denken sich, ich gucke mir meinen Pokémon-Schild-Let's Play an? Das Ding erinnert mich immer noch einfach zu heftig an Kirby. An Kirby mit einer komischen Perücke. Also dafür, dass der Typ es nur geschafft hat, meinen Mauzi außer Gefecht zu setzen, ist er ziemlich überheblich. Also an sich feiere ich ja solche Charaktere, aber naja. Und wie gesagt, ohne Spaß, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Charakter ist. Wegen den Wimpern und der alten Oma-Frisur. Und der Name ist auch so nichtssagend. Doppelkick? Hilft das was?
Nee, ich glaube, das ist nicht sehr effektiv. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus für das Ponita. Vergessen, dass Trainer sowas können. Muss ich das dann auch machen? Einfach mal so einen Supertrunk droppen. Also nicht, dass ich nicht noch andere Pokémon zur Verfügung hätte, um den Kampf zu beenden. Aber einfach so, um Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. Aha. Wenn man so eine Ligakarte von irgendeinem anderen Trainer bekommt, ist es dann sowas wie... Bedeutet das, wir sind jetzt sowas wie Freunde? Die erwische ich nicht. Unmöglich. Ist dieses Trainerkartenverschenken sowas wie das neue sich in Freundesbücher eintragen heutzutage? Gibt es sowas heutzutage überhaupt noch? So Freundesbücher, Freundschaftsbücher, die man so rumgibt in irgendwelchen Klassen? Ah, in der Vergangenheit gab es so viel eigenartiges Zeug. Okay, aber da wir jetzt gerade wieder in einem Pokémon-Center sind, es tut mir leid für alle Zuschauer, die vor kurzem dazu gestoßen sind. Aber ich glaube, für heute beende ich den Stream und damit auch die letzte Aufnahme für den YouTube-Kanal. Wir werden uns sicher irgendwann nochmal wiedersehen, wenn ihr Lust dazu habt. Also ich werde auf jeden Fall in Zukunft weiter streamen. Das gesamte Spiel wird Let's Played. Das ist, also wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit so einer Switch aufzunehmen, dann sollte man die, glaube ich, auch nutzen. Bei den alten Editionen ging es ja immer nicht wegen dem 3DS und so, und dann konnte man nicht so gut abcapturen, und das war ein ziemliches Geraffel. Naja, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!